lässig, weil so, es war so eng und wir waren alle Kinder. Und ja, er musste Vollgas geben. Und ja, die anderen, also Zevi Gossa hat einen mega gut dagegen gehabt. Und wir sind uns wie, habe ich das Gefühl, nicht mehr so gewöhnt gewesen, zum Zweikampf zu spielen. Und das war irgendwie das erste Team wieder, wo wir einmal in Zweikämpfe mussten. Und dann habe ich das Gefühl, dass wir am Anfang ja, überfordert waren, weil wir schon lange nicht mehr so gespielt haben. Ja. Wir freuen uns, glaube ich, einfach extrem fest. Man könnte ja sagen, viele von uns haben sehr viel Erfahrung. Aber es ist auch schon ein Zeitchen her, muss man sagen, bei ganz vielen, oder? Und ich glaube, man hat es auch im Halbfinale gesehen. Es ist nicht so, dass es irgendwie Business as usual war. Also, es war ein bisschen Nervosität. Genau. Sie waren richtig nervös. Genau. Nervosität ist ja irgendwie, wenn es vielleicht ein bisschen etwas Spezielles ist oder man sich auch speziell freut oder wichtig ist. Und das hat man gespürt. Und ich glaube, das ist eben auch jetzt im Hinblick auf das Finale eigentlich das. Ja, man hat extrem viel Einfluss, wenn man auf dem Feld steht, weil es halt nur drei Feldspielerinnen und ein Goalie sind. Also, wenn man am Ball ist, ist man schon ein Drittel vom Feldteam, oder? Und es kann auch extrem schnell, also grundsätzlich kann es im Unihockey immer schnell gehen, aber es kann wirklich auch sehr, sehr schnell gehen. Das haben wir auch ein paar Mal jetzt im Spiel gesehen. Und ja. Ja, man kann auch taktisch ein bisschen Sachen machen, die man im Grossfeld zum Beispiel nicht kann. Und das haben wir zuerst noch lernen müssen, mit dem Goalie rausnehmen und keine Ahnung. Das kann man im Grossfeld nicht so gut wie im Kleinfeld. Das ist irgendwie, ja, man kann auch taktische Sachen ein bisschen machen. Da haben wir sicher auch noch ein steigeres Potenzial. Nein, wir haben abgemacht, wir haben eine ganz klare Abmachung gehabt, wo wir das Projekt gestartet haben. Wenn es in einen wichtigen Match geht, wird die Entscheidung übernimmt. Und wir haben alle abgestimmt, dass das eigentlich ziemlich ist. eigentlich wie so ein bisschen, ja, der Leader ist und so ein bisschen die Trainerfunktion übernimmt. Und ich glaube, es ist auch jede froh darum, weil eigentlich die anderen sonst geben. Aber das sind wir. Genau. Aber ja, wir haben es schon gewusst. Also wir sind ein Flausch-Team und wir haben eine extrem flache Hierarchie. Das ist total so und es helfen alle immer mit und das ist cool. Aber in einem Spiel kann es eben so schnell gehen, dass wir gefunden haben, ja, irgendjemand muss dann vielleicht gleich ein bisschen die Verantwortung übernehmen oder sagen, was wir jetzt selber, in meinem Fall ich, denke. Und dann hat man nicht Zeit, noch das 20. zu diskutieren. Ich bin wie selber mega gespannt. Also ich weiß wie nicht, was auf uns zukommt. Also ich kenne den Gegner nicht. Und also ich glaube, sie können einfach von uns aus ein Team erwarten, das ja, Freude haben am Spielen und sich freuen und sicher alles geben und vielleicht zwei, drei Tricklist technisch oder so, wer weiß. Also ich glaube, es kommt gut.